Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen am 29. Mai 2018. Dual Seelen und Geheimnisse. Wir Menschen haben eine Seele. Diese Seele wohnt in unserem Inneren. Diese Seele ist untrennlich. Und diese Seele ist auch unsterblich. Das bedeutet, wenn wir sterben, verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde, kehrt zum Gott zurück. Und wenn wir noch Aufgaben haben auf dieser Erde, dann kommen wir wieder zurück. Die Seele sucht einen neuen Körper, sucht die Eltern aus, auch die Ort und wird nochmal beginnen diesen Erdenleben. Das ist die Seelenreisen. Warum ist Dualseele? Dualität bedeutet zwei. Wenn sich zwei Seelen sich begegnen, die sich schon früher von früheren Leben kennen. Die sind miteinander vernetzt. Und bei diesen Verbindungen, wo auch die Liebe dabei ist, die Gefühle, sonst würden sie gar nicht begegnen, wenn das nicht so wäre, die sind nicht fremd, entsteht eine Vernetzung, eine Verbindung. Es ist schwierig mit Verstand das nachvollziehen, wie funktioniert das alles. Weil das bedeutet, die Seelen haben eine andere Sprache, wie wir das kennen. Und die haben keine Grenzen, auch keine Zeit. Das bedeutet, wenn wir einen Gedanken haben, die andere kommt auch zum selben Augenblick zu demselben Gedanken. Wenn wir die Liebe spüren, die andere im selben Moment spürt auch diese Wärme, auch diese Liebe. Das ist diese Verbindung. Aber auch wenn wir Zweifel haben oder Angst haben, der andere nimmt es auch wahr. Im selben Moment. Das passiert immer im selben Augenblick. Also es braucht keine Zeit, bis die Gedanke bei anderen ankommt, sondern es passiert gleichzeitig, egal wie weit die Entfernung ist. Und so sind die Seelen miteinander verbunden. Und wenn wir lernen, daran zu vertrauen und daran zu glauben, was wir auch spüren, dann haben wir die Lernaufgabe. Dann haben wir diese Lernaufgabe bewältigt. Wenn wir daran zweifeln, dann heißt, wir zweifeln an uns selbst, wir zweifeln an diesem Liebe. Dann bewegt sich auch nichts, weil die andere zweifelt auch. Wir übertragen das, wir übertragen auch unsere eigenen Ängste. Und das möchte ich vermitteln, im Vertrauen bleiben. Natürlich müssen wir das klären. Ist es wirklich eine seelische Verbindung, eine Seelenliebe oder eine kosmische Liebe oder Dualseelen oder wir bilden etwas ein. Aber die meisten von euch spürt es auch klar und deutlich. Was hier bremst, das ist die Zweifel und Angst. Manchmal gar nicht von den anderen, sondern die eigenen Ängste. Also wichtig, im Vertrauen bleiben. Und die größte Kraft ist auch die schöpferische Kraft, ist die Liebe. Und die Liebe kennt keine Grenzen. Und jetzt schauen wir zurück in die Vergangenheit. Weil die Energie kehrt wieder zurück. Wir haben immer wieder Perioden, mal kleinere Zeitabschnitte, mal größeren Zeitabschnitte, aber etwas kehrt zurück, auch im Alltag. Und das ist der Tag am 27. November 2017. Diese Energie kehrt heute zurück. Was passierte in diesem 27. November 2017? Die Gespräche waren sehr wichtig, auch wichtige Entscheidungen, auch in die Liebe-Partnerschaft.
klärenden Gespräche, die Bedürfnis nach Wahrheit, die Bedürfnis auch nach klaren Entscheidungen. Also es war eine wichtige Nachricht, ein wichtiges Gespräch an diesem Tag, am 27. November 2017. Aber in diesem Tag haben wir gezweifelt. Gezweifelt an unseren eigenen Gefühlen, an die Gefühlen in anderen, entstand ein innerer Zweifel. Es war die Vertrauen nicht da, was die Liebe betrifft, auch wenn die Gespräche ganz gut gelaufen sind. Aber dieser Zweifel hat gebremst alles. Natürlich kam auch noch dazu, dass ein rückläufiger Uranus haben wir gehabt an diesem 27. November 2017. Natürlich, dieser kosmische Einfluss hat auch alles gebremst und das im Tierkreiszeichen wieder am Neuanfang, wieder symbolisiert Neuanfang. Natürlich, das kommt auch noch dazu, dass auch kosmisch gesehen etwas noch gebremst war. Es ging nichts voran. Und vielleicht dadurch entstand eine gewisse Zweifel. Das war die Energie damals. Und diese Energie wiederkehrt sich heute, weil das bringen wir gerade in Ordnung. Heute ist eine fließende Liebesenergie. Heute ist nicht die Gespräche wichtig wie damals. Damals war das sehr gut. Die Chancen, die Möglichkeiten, klar und deutlich miteinander reden. Gespräche führen. Das war der Vorteil an diesem 27. November 2017. Heute, die Gespräche sind eher im Verborgenen. Es ist schwierig, heute ein klärendes Gespräch zu führen. Das hat sich verändert. Aber was verbessert sich? Dass es alles vorangeht. Dass wir nicht mehr zweifeln, sondern wir haben eine schöne, fließende Liebesenergie. Und das vermittelt die drei Wasserelemente, die Tierkreiszeichen Fischen, die Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Krebs. Die sorgen auf diesen fließenden Liebesenergie. Aber der Mars, die männliche Kraft und die männlichen Liebesplanet, kann auch ein Mann bedeuten, bekommt auch wunderbare Einflüsse. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann heute und bekommt einen schönen Mondeinfluss von Tierkreiszeichen Schütze. Das ist eine schöne harmonische Energie. Auch Sonne bestrahlt das ganz gut. Das heißt, dadurch kommt die Klarheit, nicht durch Gespräche. Es ist sehr schwierig, heute klärende Gespräche führen und über Gefühle zu sprechen. Aber die Liebesenergie, diese Vertrauen oder Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen, das, was wir spüren und auf diesem Liebe zu vertrauen, das ist großartig. Diese Energie ist wunderbar heute. Also vermeiden die Gespräche. Wir brauchen ihm nicht immer nachfragen, liebst du mich? Sondern wir sollen das spüren. Das, was fließt gerade. Das Herz öffnet sich und die Männer zeigen Gefühl. Die Männer zeigen heute Gefühlen. Vielleicht nicht mit Worten, aber mit Tat. Und das ist auch wichtig. Und das war meine heutige geheimnisvolle Botschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.